Haltet fest am Worte Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Es ist kein Segen da. Nicht weil Gott straft, sondern weil man sich selbst den Zugang zur Gnade verschüttet hat, wenn man ihn nur zum Mittel, zum Zweck verwendet. Der Herrgott soll über alles seinen Segen ausbreiten. Und wir tun, was wir wollen, aber schauen innerhalb der Gebote, dass man uns nichts nachsagen kann. Aber wo blickt das Herz hin? Worum geht es wirklich? Es ist bei uns eine Tradition über Generationen, dass man die Kerzenschlucker, die Bettschwestern, die Heiligen diskreditiert. In einer Umwelt, in der Gott am Rande ist, ist das nicht so einfach, vielleicht so souverän durchs Leben zu streiten, vielleicht nicht einen gewissen Knacks abzubekommen.
vielleicht ein bisschen seltsam zu werden, weil man ja ständig im geistigen, geistlichen Kampf steht, angefochten ist, von innen und außen, und es kaum einen Bruder oder eine Schwester gibt, mit denen man den Weg gemeinsam geht. In wie vielen Ortschaften ist es so, dass wenn der letzte Mensch, der Gott wirklich ernst genommen hat und der verschworen ist, dass es denn niemanden mehr gibt, der den Rosenkranz beten möchte, der zur Anbetung kommt, wo es dann im Glauben, auch in der Pfarre, nur oberflächliche Dinge geht. Ich denke, dass diese Tradition, die uns schon lange andauert, seit dem Protestantismus dann, dass er für viele nicht unbedingt ein Schritt war zu einer Vertiefung des Glaubens, sondern eher zu einer kirchlichen Opposition, und dass dann Moral und Glaube eben sehr gesunken ist. Dann der Josephinismus mit dem Staatskirchentum, wo der Glaube nur praktisch als Erziehungsmaßnahme für das Volk, damit der Staat funktioniert, gedient hat. Daher kommen auch so Bezeichnungen wie Pfarramt oder Pfarrkanzlei. Ja, das drückt ja schon was aus. Und die ganze Priesterausbildung ist davon geprägt gewesen. Oder bis heute ist das spürbar. Natürlich, die kommunistische, sozialistische Revolution oder Bewegung, Nationalsozialismus, hat ihre weiteren Liberalismus, ihre Spuren in unserem Volk hinterlassen. Und immer war es die Kirche, die Böse, die man hergestellt hat, als die, die auf der Seite der Reichen und Mächtigen ist. Und wie viele Katholiken glauben das bis heute? Ich denke, man muss schon ein betender Mensch sein, dass man wirklich die Wahrheit auch tief in der Seele findet. Dass es darum geht, dass Gott der Herr ist, dass man ihm dient, aus ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften. Dass der Mensch und auch jede Gesellschaft sich selbst verliert, wenn sie nicht eingebettet ist in diese noch größere Ordnung Gottes. Und dass es auf jeden Einzelnen darauf ankommt. Ich lade alle ein, für unsere Heimat zu beten, für die Priester zu beten, für die Pfarrgemeinden zu beten, damit wirklich verwirklicht wird. Gebt Gott, was Gott gebührt, und dann wird auch der Kaiser das bekommen, was ihm zusteht. Rechtmäßigerweise. Amen. Vergilt's Gott.